Es ist bereits der 10. Spieltag und die Fans müssen es über sich ergehen lassen. Ein Kellerduell im Paradies. Rostock mit der ersten verheißungsvollen Chance. Freistoß durch Schünnemann nach 12 Minuten. Der Ball kommt an den Fünfer, wo Zank im Duell mit Lang das Leder einfach nicht wegbekommt. Eine Einladung für Meißner, der den Ball im Jenaer Kasten unterbringt. Kalte Dusche für den Favoriten 0:1. 4 Minuten später, Lemmel tritt die Ecke und der Ball landet punktgenau auf dem Kopf von Halili. Die Turbo-Antwort des FC Carl Zeiss. Ganz schön was los hier an den Kernbergen. Jena gegen Rostock 1:1. Dann dieser katastrophale Abspielfehler von Meißner. Zank passt auf Lemmel und der ist nicht mehr zu halten. Sein Schuss trocken über den Keeper hinweg. 2:1 für die Gastgeber nach einer halben Stunde. Dann geht Kraus kurz vor dem Halbzeitpfiff auf und davon. Kein Rostocker kann ihn stellen. Sein Schuss landet am langen Pfosten. Aber dort steht dann eben Löder, der nach 45 Minuten das beruhigende 3:1 macht. Den tollen Einsatz von Kraus belohnt der lauernde Löder. Entfesselte Gastgeber gleich nach der Pause. Der Ball von Lemmel landet schlussendlich bei Richter, der sich jetzt auch in die Torschützenliste eintragen kann. 4:1 für Carl Zeiss. Hier spielt sich heute ein Team sowas den Frust von der Seele. Und jetzt spielen die Blauen auch noch für die Galerie. 2 Minuten später versucht's Löder mit einem Heber und macht aus knapp 40 Metern ein Traumtor. Löders zweiter Treffer, ein Geniestreich und zugleich Kandidat für den Volltreffer der Woche. Der Hansa-Schussmann streckt sich vergeblich. Jena hätte noch den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können. Freilich fehlten wie hier beim eingewechselten Dahlke ein wenig Kraft und Übersicht. Endlich gibt's im Paradies mal wieder was zu feiern. Jena gewinnt gegen Hansas Zweite hochverdient mit 5:1. Frei nach dem Motto, na bitte, es geht doch.